Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Empyrion. Wir sind hier immer noch in der Abschlusstour von der Alpha 11 und haben in der letzten Folge erstmal unser Raumschiff verloren. Nee, ach, in der letzten Folge gar nicht, in der vorletzten Folge. Wir haben jetzt erstmal voll lange gebraucht, bis wir hier wieder zurück waren. So, und ich habe ein Raumschiff in Auftrag gegeben. Ist es denn fertig? Warte mal, Fabrik. Ah, das geht nicht mehr. Ah, so ein Mist. Früher ging das halt. Da hätte er jetzt das Raumschiff in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, fertig gebaut. Das hat er jetzt nicht gemacht. Naja, dann müssen wir halt darauf leider warten, bis wir wieder Zirax vernichten können. Und dann sollten wir vielleicht nochmal zurückfliegen. Obwohl, wer weiß, vielleicht ist die Munitionskiste. Ich wollte jetzt gerade sagen, um die Raketen zu holen, aber vielleicht ist die Munitionskiste sowieso kaputt. Dann kacken wir da mal drauf und gucken jetzt mal. Wir brauchen neue Raketen. Ah, es ist ich. Blick über dich durch. Die sind das. Ja, das sind die Lenkraketen und das sind die. Magnesiumpulver. Ah, zum Glück haben wir mal ein bisschen was auf Tash davon. Wie viel kommen raus? 6. 60 oder 20, 180, 240, hier kommen 300 Stück. Ja, anmachen das Ganze. So, müssen wir noch ablegen. Ne, das haben wir alles schon erledigt. Genau, ich fliege jetzt mal die Bohrer ab und setze den einen Bohrer wieder hin. Habe ich. Ja, Fusionszellen haben wir mit. Obwohl die Minen hier, zumindest die, die ich hier auf dem Planeten gesehen habe, alle ziemlich scheiße sind, ey. Also, die haben alle nicht viel und, also von der Qualität her sind sie nicht so gut und dadurch gibt so ein Bohrer nicht so viel ab. Ja, wo sind die denn überhaupt? Ja, hier sind sie nicht mehr? Aha, ich beide da platziert. Da ist auch Eisen. So, ich denke mal, Eisen brauchen wir wahrscheinlich am meisten. Dann bringe ich hier zu dem Eisenerzlager da im Süden mal. Doch, Süden. Den einen Bohrer hin. Dann grasen wir die anderen beiden mal ab. Oh Mann, ey, die scheiß Wasp ist natürlich nicht so schnell wie die Hornet. Ach Quatsch, wie bescheuert, ey. Ich muss nach Osten. Sag doch einer was, Mann. Jetzt fliegen wir quasi direkt drauf zu. Gegen Ast geflogen. Lass mich durch. Nee, es gibt's doch gar nicht. Scheiß Alienkäfer. Bohre in die Hand. Und ein paar Zellen rein. Ja, komm, ich glaube, das ist zu viel. So, dann bis später. Wir sind hier wieder weg. Jetzt müssen wir nach Westen und ich glaube noch ein bisschen südlicher. Ja, fast nur südlich.
fliege immer nicht so gern so hoch, so zwischen die Bäume durch, das ist immer spannender. Ich nach Osten. So. Ein kleines Stück, so. Und jetzt müssen wir direkt drauf zufliegen. Das war doch nur ein Blatt, Mann. Auch noch mehr westlich. Auf Kupfer habe ich nichts, ne? Nee. Ah, wahrscheinlich können wir den einen versetzen. Dann setzen wir den nämlich mal auf Kupfer. Weil der steht auf Promethium. Und das müsste eigentlich reichen, was wir an Promethium dann haben für diese Alpha. Oh Gott. Verdammt, ist das dunkel. Naja, immerhin 480. Das ist doch einer. Was? Mich noch was angegriffen? Tja, ich glaube, die Taloons werden nie wieder unsere Freunde werden, weil sie ja uns immer wieder angreifen. Da muss ich sie halt immer wieder erschießen, sonst macht die mich platt. Da ist der Bohrer. Ist er sogar aus? Hier sind aber viele von diesen scheiß Alien-Insekten. Kein Quellmaterial. Aha. So, ich habe überlegen, setzen wir den auf Kupfer? Ja. Der ist schon wieder ein Alienkäfer. Na, kraucht hier sonst noch was rum? Da hinten auf jeden Fall. So, du organisierst uns ein bisschen Kupfer. Dann würde ich sorgen, wir fliegen zur Base zurück.
gebe ihm dann noch ein paar Barren in Auftrag und dann bauen wir ein bisschen am Hangar rum, bis unser Raumschiff fertig ist. Vielleicht kriegen wir ja dieses endlose Bauprojekt irgendwann auch mal fertig. Ich bin halt immer gerne unterwegs. Also wenn ich, ne, irgendwie mich auf den Weg machen kann, irgendwo zu anderen Planeten, dann mache ich das lieber, bevor ich halt weiterbaue. Und naja, da komme ich natürlich im Galaxiemodus, denn in Alpha 12 total auf meine Kosten. Uiuiuiui, ganz schön dichte Bäume hier. Ob die Tellunen dann eigentlich meine Base auch angreifen? Gut, da sind wir wieder. Knapp daneben ist auch vorbei. Tja, die hart zusammengeschossene Wasp. So, dann geben wir mal wieder ein paar Barren in Auftrag. Und am besten auch gleich noch ein paar Promethium-Pellets, damit alles ein bisschen schneller geht. So, dann machen wir. Na, hier die Pellets. Kommen da raus. Der kann's mal ordentlich loslegen hier. Ach ja, den muss ich kurz umswitchen auf das Erz, ne? Quatsch. Es müsste der hier sein. Okay, Kupfer war übertrieben. So viel habe ich gar nicht. Restrum ist noch ein bisschen was da. Der kann jetzt nochmal loslegen. Da haben wir 159. Da legst du auch mal los. Dann machst du uns die noch. Davon hätte ich auch gerne ein paar. So, die Raketen sind fertig. Warte mal. Die haut er immer noch hier rein, oder? Oh ja, da sitzt. Da sind auch neue Zellen.
Der, hier ist alles gut. Achso, scheiße, Baumaterial. Beton. Glas. Der könnte noch ein paar gebrauchen von. Ja, Quatsch, die muss ich da machen. Ach so, ja, im Moment natürlich nicht. Solange wie er die Barren macht, geht das nicht. So, egal. Das hier wird wahrscheinlich, wenn ich hier Glas reinmache, wird das nicht halten. Ey, muss man mit der Drohne los? Oh, zu weit weg. Dann ziehe ich mir als zusätzliche Stütze die hier in Beton nochmal runter. So, da brauchen wir hier mehr Ebene. Ja, die haben wir nicht gesetzt. Da will er auch keinen setzen. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, eine Linie brauche ich noch. Da mag er auch nicht, hier mag er überall nicht, wa? Ah, doch da. Dann müssen wir mal kurz den Bohrer rausholen. Da gibt's überall einen Schuss hin. Mal gucken, ob das schon reicht. Du kriegst auch einen. So, das war's, glaube ich. Nein, da hat's nicht gereicht. So, erstmal. So, jetzt müssen wir mal kicken, ob das reicht. Warte mal, das sollte ich nicht so weit machen. Sonst stürzt das da ein, denke ich mal. So, wo landet das? Nee. Quatsch. Da oder nicht? Liebe Drohne? Nein, das ist ein daneben, ey. Es ist der hier. So alt Scheiß.
So, den hätten wir. Nein! Nicht im Ernst. Doch, passt. Das Hemd aus, als wenn es verkehrt wäre. So, zack. Tja, dann müssen wir das Ganze hier auf der anderen Seite auch noch machen. Oh, vielleicht zwischendurch mal was pudern. So, das reicht erstmal. Ah, hier müssen wir gleich erstmal planieren. Das machen wir doch gleich als erstes. So, schauen wir mal, ob alles schon gut ist. Tja, da ist noch so eine kleine Lücke. Gucken, ob die Reihe geht. Ja, erstmal. Na, ja, hier auch noch nicht. Scheiß Pflanze. So, aber fürs Bauen reicht das, glaube ich. Den ersten haben wir. Ist wohl auch hier, oder? Nö, einer nehmen.
So, und jetzt muss ich mir erstmal wieder ein bisschen was überlegen. Motorrad mal weg. Glas ran hier. Ja, wir machen, glaube ich, bis da so Glas. Ich hoffe, du machst mich nicht an, Vieh. Bleib ganz ruhig. Ja, eigentlich schade, dass es die nicht entlang gibt. So, müsste eigentlich passen, ne? So, für den Rand überlegen wir uns später was. Ach scheiße, sie sind alle. Ja, und ich glaube, die nächsten sind auch auf gar keinen Fall fertig, oder? Achso, ich konnte es ja nicht in Auftrag geben. So, jetzt hier wird umgeschaltet. Auf. Das ist der? Auch nicht. Was? Ah, der hier. Den kennst du erstmal aus. Ja, jede Menge Pentaxid. Da ist noch eins. Da sind noch Barren. Ei, ist das auch schon voll? Sind die Pellets. Den packen wir das so hin. Gold irgendwo nach unten. Und Eisen alles hier in die Ecke. Ah, das ist noch alles so wenig. Würde niemals für irgendein großes Raumschiff reichen. Nicht mal im Ansatz. Ah ja, für den Wanderer, aber den haben wir ja eh schon. So, dann bringen wir hier die Scheiben in Auftrag, weil es hier schneller geht. Kannst ruhig mal 60 machen.
Da hier zur Sicherheit noch ein paar Beton. Obwohl, warte mal, haben wir eh nur ganz wenig Schotter. Scheiß drauf. So, und wie lange braucht das Raumschiff jetzt noch? 5 Minuten. Also das heißt, in der nächsten Folge haben wir auf jeden Fall dieses Raumschiff. Denn das ist das Ende von dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.